Er ist unseren Fallen entkommen? Er ist stärker als erwartet, Meister. Ihr geht zum Turm. Wenn er drin ist, versiegelt ihr die Türen. Selbst wenn er Menennan besiegen sollte, wird dieser Turm sein Grab. Jawohl, Herr. McKay, ich habe eine besondere Aufgabe für euch. Dieser Barde scheint den Männern überlegen zu sein. Das stimmt, Meister, aber wenn ihr uns noch eine Chance gebt, können wir sicher... Uns gehen langsam die Chancen aus. Ihr müsst ihn stellen. Fangt ihn ab, bevor er am Turm ist. Nehmt meinen kleinen Liebling mit und beendet die Sache. Er hat keine Chance. Ihr trotzt unseren Bemühungen immer noch? Wenn man das, was ihr bisher getan habt, als Bemühungen bezeichnen kann. Ihr werdet diesen Tag verfluchen. Wir wissen, was ihr vorhabt. Mendel! Erst der Waldturm, dann durch den Gebirgspass zum Bergturm. Und Mendel! Jetzt wollt ihr euch durch Stromness schleichen, um zum Inselturm zu kommen. Aber ihr habt nicht Mendel, mit mir gerechnet. Ihr seid ein Idiot! Danke für den Tipp, Mendel. Das wird mir die Suche nach dem letzten Turm deutlich leichter machen. Das wusstet ihr doch schon. Tut doch nicht so, als ob... Ich meine, so war das nicht, ganz ehrlich. Ihr wusstet das doch, oder? Immerhin habe ich nichts verlassen über... Ja, ja. Glaubt ihr etwa, ihr könntet unsere Brüder töten und völlig ungeschoren davonkommen? Ich glaube, ich habe mir beim Kampf gegen einen eurer Druiden einen Leistenmuskel gezerrt, falls euch das ein Trost ist. Es wird Zeit, euch ein bisschen mehr Schmerz zuzufügen. Ich weiß nicht. Habt ihr euch je einen Leistenmuskel gezerrt? Ist euch immer noch nicht klar, dass ihr mir nichts anhaben könnt? Oh, ich denke, ich kann euch durchaus etwas anhaben, mein Freund. Einen netten Hund habt ihr da. Erlaubt mir, euch mein Haustier vorzustellen. Roxy! Jetzt werdet ihr bezahlen. Heute übernehmt ihr das Bezahlen. Ja, fuck. Wie jetzt gegen den Drachen? What the... Das Haustier! Die Wand! Hör dich mal schnell selber, komm. Ah, so. Das ist. Dass dieser Drache diese Dinger da runterschmeißt, nervt ja unglaublich. Kriegen wir jetzt dieses Haus jetzt down? Kriegen wir es jetzt mal down? Bewegen, 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 bewegen. Sowas hier, das ist doch. Was soll denn das? Was ist hier? Achtung, der wirft gleich wieder. So, haha. Spiel erkannt. Hoppala. Können wir das Haustier irgendwie erledigen? Roxy, schießt du mal wieder auf? Bitte? Wo ist er denn? Wo kommt er runter? Da. Ja komm, wie weit muss ich denn noch weglaufen? Nicht erwischt.
Mist! Ich hab die Axt nicht zur Hand gehabt. Weg. Ah, shit. Drache? Nur auf den Drachen konzentrieren jetzt. Jawollo! Ich werde dich vermissen, kleiner Freund. Und ich werde dich rächen, das schwöre ich. Diese Sache ist noch nicht vorbei. Obwohl der Barde um seinen treuen Begleiter trauerte, setzte er seinen Weg fort. Mit einer Träne im Auge... Das ist keine Träne. Ist es doch. Nein, ist es nicht. Mir ist nur irgendwas ins Auge gekommen. Ach, wie ihr wollt. Also, mit irgendwas im Auge ließ der Barde seinen stocksteifen kleinen Hund zurück und setzte seine Suche nach der Schattenaxt fort. Die haben mir jetzt extra Roxy genommen. Komm schon, kleiner Hund, steh wieder auf. Ich werde euch verzeihen. Steh wieder auf. Das ist doof. Ich meine, was bringt's denn, mir jetzt den Hund zu nehmen? Wollte ich da hin? Ich glaube nicht. Das saftige Gras der Greenlands war schön anzusehen. Aber es lauerte Gefahr dort, denn die gefürchteten Rothauben zogen umher. Redcaps. Sehr schön. Die habe ich ja schon so ein bisschen vermisst. Ich meine, die können nicht viel, aber sind, glaube ich, scheiße schnell. Was ich mich erinnere. Mal würdet ihr euch verbrüdern oder was? Echt. So, dahinter müssen wir irgendwo. Na. Ah, das waren Kannibalen, genau. So rum war das.
als unser Questpunkt. Bald stieß der Barde auf die Spuren einer schrecklichen Bestie. Und während er die Spuren untersuchte, näherte sich jemand, der ganz klar in Schwierigkeiten steckte. Ah, Jungische, nehmt mir das Bockel. Da will ich euch gib über Punkt Sterling. Hä? Naja, ganz klar war vielleicht falsch ausgedrückt. Ah, ich sag's doch. Habt keine Furcht. Nehmt eure Dolch und bonnt euch das schreckliche Bockel. Nehmt mal die Steine aus dem Mund. Dann können wir uns unterhalten. Das Bockel. Das Nuggele wie. Ah, wäre der Nonne so rumstehe, als wie urgefror. Würde es euch helfen, wenn ich einfach das Nackler wie töte? Ah, ja, aber sicherli. Dann macht mal hier zetterisch klar, Bänkische. Das deute ich mal als ein Ja. Oh, wir haben dich gespeichert. Das ist super. Das ist super. Könnte ich auch mal treffen? Sag mal, der Typ ist doch einer von den immer noch Bärs, oder? Hier. Max oder Barney. Was ist das? Was ist das? Ein Totenschädel? Können wir uns auf eine Heilung einigen? Okay, ich habe kein... What the fuck, warum habe ich kein Mana mehr? Entzieht... Ah, scheiße, der entzieht Mana. Das ist nicht gut. Okay, Moment. Heilung. Kann ich den eigentlich... Da gibt's doch noch... Warte mal, den probiere ich jetzt auch mal. So, ich habe mal Luke herbeigezaubert. Sehr schön. Das Bängische. Habt das gestürbt? Stehe ganz zur Verfügung. Ihr solltet mir lieber danken. Ich wette, ihr seid der Mann, den ich suche. Seid ihr McGrath? Ah ja, McGrath. Bin ich. Und wozu habt ihr mich fennig wild? So langsam glaube ich fast, Dugan hat sich einen Scherz mit mir erlaubt. Dugan? Dugan schäget euch. Da seid ihr wohl jene Bade, von denen Granny hat. Wo steckt der alte Dugan diese Tage? Na schön. Ich muss euch wohl zu Dugan zurückbringen. Vielleicht spricht der... Was auch immer ihr da sprecht. Das Nackel-Avi war beseitigt und der Barde begab sich mit McGrath im Schlepptau zurück nach Downby, in der Hoffnung, McGraths Gefasel zu entschlüsseln und seiner Belohnung einen Schritt näher zu kommen. Ja, Belohnung wäre cool, ne? Also man kann jetzt nichts sagen, aber das, der hier, der Loop-Zauber ist ja mal richtig geil. Der Barde wusste, dass sein neuer Gefährte am Leben bleiben musste. Zumindest so lange. Bis? Die Geschehnisse auf dem örtlichen Friedhof verhießen nichts Gutes. Die Toten erhoben sich immer häufiger. Und das Land versank mehr und mehr im Chaos. Hoffentlich würde McGrath einen Teil des Geheimnisses lüften können. Ah ja, das war ein schlechtes Zischer, wo der Tod aus der Gräber gesehen. Vor allem in Schwächemutter. Das Wort höre ich noch, sie bei dem ersten Mal umzubringen. Ich wollte, ich wüsste, was zum Teufel ihr da sagt. Nicht einmal ich weiß, was ihr da redet. Das ist super. Warte ganz kurz, ich bin noch nicht equipped, Leute. Ich kann noch nicht, also ich kann hier noch nicht, also ich, ihr könnt doch nicht... Können wir mal uns darauf einigen, das ist das, also, hallo? Ich bin
Ja, super. Jetzt verbrate ich wieder die Heilung hier. So, jetzt hat hauen. Au, hallo, Ruhe. Boah, die Nerven. Alter. Boah, Alter. Ihr braucht meine Hilfe. Wie nervig sind die bitte? Und vor allem, wie viel halten die aus? Seid ihr betrunken? Ja, gib dir das mal. Abgefahren. Was ist denn hier? Nein, ich hätte mich noch speichern sollen. Das sind die Endung. Schlüppet ihn und fändet es Schottenoxt. Was in aller Welt nuschelt ihr jetzt schon wieder? Ob das hin, fände ich, oder? Das sind die Ort. Nu fallet mal her. Diese Beziehung funktioniert einfach nicht. Nein, funktioniert nicht. Speichern. Jo. Warte mal, ich kann noch was betrachten. Das sind die Endung. Und weiter. Das habt ihr schon, danke. Ich kann hier was betrachten. Auf dem Stein befanden sich ein Wappen und eine Grabinschrift, die einem alten Lord des McGrath-Clans gewidmet war. Die Grabinschrift lautete: Lord Fabian McGrath, unseres Herrn Stimme engelsgleich, schallte einst hell über Berg und Tal. Sein ganzes Volk ward schreckensbleich, als eine Giftgebäre ward. Sein letztes Mal. Eine Giftgebäre, jetzt. Diese Grabinschrift lautete: Lord Loken McGrath. Gar sehr fürchtete unser Herr seine Frau, mehr noch als den Sensenmann. Sie stach zu mit dem Messer im Morgengrau und sein Lebensblut zu Boden rann. Oh. Eine Grabinschrift. Sie lautete: Lord Epono McGrath, unser Herr hat uns großen Wohlstand gebracht und mit seiner Weisheit vertrieben die Nacht. Sein Tod rührte selbst den Himmel zu Tränen. Wir liebten ihn sehr. Drum tut uns das Grämen. Das sind ja schöne Inschriften. Plötzlich stand der Barde vor einem Grabstein, auf dem eine unheilvolle Inschrift zu lesen war. Hier liegt der Barde. Möge er in Frieden ruhen. Nun kann er seinen Mitmenschen nicht länger auf die Nerven gehen. Sehr witzig. Findet ihr nicht? Na gut, die Grabinschrift lautete: Lord Marymount McGrath. Unser Herr ist begraben tief unter der Erde, auf dass er dort glücklicher als im Leben werde. Da liegt er, still und leise, wie ein gemeiner Dieb, so sagt seine Geliebte, die ihm versetzte den tödlichen Hieb. Gegrüßt und herzlich willkommen, des Baden Ruf hab vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug, so schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist, dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss, ein Abo, hier unten, doch das ist ganz klar kein Muss.
Es freut mich, dass ihr noch da seid. Wenn schief geht, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, was soll ich nur tun? Wie sonst käm ich je zu Reichtum und Ruhm? Glaubt mir ruhig, schon viel was getan. Gebracht hat es nichts, nur mein Leben spontan. Falls ihr es bis hier echt auskalten habt, dann gebührt euch Respekt, und das ist ein Fakt. Und vielen Dank, es erfreut mich sehr. Schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist jetzt mal Schluss.